Ist jetzt so? Brauchen wir die? Glaube schon. Tada! Guten Morgen, liebe Leute. Licht aus. Licht aus. Ich und Anouk fahren jetzt heute zum Kumpel. Der zieht um, aus, weg. Was hat er dich denn gefragt? Gucken wir uns ein paar Sachen an. Kannst du das hier hochnehmen? Naja, 8.36 Uhr, also geht ja noch. Ja, aber wir wollten 8 Uhr schon da sein. Nein, wollten wir nicht. Ich habe gesagt, ich bin ja um 7.15 Uhr erst hier gewesen. Also wirklich, das ging noch. Aber war mir schon klar, dass er reden möchte. Das war jetzt nicht nur... Van Dittel. Das war jetzt nicht nur eine reine Abholung. Keine Ahnung, ey. Er verstrahlt oder so. Er guckt dich sogar noch so böse an. Er hat sich sogar noch so angeguckt. Keine Ahnung. Aber genau so geguckt hat. Gut, auf alle Fälle, jetzt sind die anderen wahrscheinlich auch schon wach. Und dann, Herrgott, der geht mir jetzt schon auf die Ketten, ehrlich gesagt. Der hier? Ja. Mit seinen Frosthandschuhe. Ist gar nicht mal kalt. Ja, wirklich. Gut, wir haben auf alle Fälle das Auto voll. Ja, zu voll. Zu voll. Meine Tochter hat eine Staffelei erbettelt. Ich auf die Nerven, ey, echt, ey. Der lacht so darüber. Ich will die Staffelei. Ich will die Staffelei. Ich will auch sowas. Ich will das. Ich will das. Darf ich das haben? Krieg ich auch sowas? Ich will die Staffelei. Ich will das hier haben. Ja, kannst du auch mitnehmen. So, weißt du? Oh, ey. Papa, weißt du? Nö. Ach so, ja? Nee. Also, nee. Scheiß. Was denn nun? Am Sonntag sagt das Samstmann, genießt er die Sonne. Genau, das wollen wir heute auch eigentlich. Ja, nicht. Erstmal fahren wir jetzt nach Hause. Und Frühstück. Und Frühstück. Heute ist dein freier Tag. Ja, den ich jetzt schon mit Therapie. Ja. Oh, was ist denn das? Wer hat denn das da hingepackt? Mann. Den ich jetzt schon mit Therapie verschwendet habe. Also benutzt habe, verschwendet. Das ist ja hoffentlich nicht. Aber den. Ja. Der Kamera. Hier, das Licht von der Kamera. Was soll ich reintragen? Die Staffelei? Frei geschwommen. Soll ich die Kamera auch reinbringen? Ja, kannst du mit reinbringen. Finto. Was? Hallo Mama, wir holen jetzt. Kannst du bitte mit rauskommen? Kannst du bitte mit rauskommen? Nee, eigentlich nicht. Warum denn? Der Papa muss Sachen hier reintragen. Und warum soll ich rauskommen? Dass du ihm helfen kannst. Oh mein Gott! Mama, komm mal her! Oder ich zeig's dir. Das ist so schwer. Meine Staffel ist
Staffelei. Ich wollte das mal nehmen. Kann man das benutzen? Ja, natürlich kann man das benutzen. Tja, Katze ist auch ganz defragmentiert, die kann das ganze Jaule ohne mir hören. Furchtbar. Und das ist auf. So ist zu. So ist auf. Ich frage dich, ob du mir helfen kannst, es zu drehen. Tochter richtet sich hier künstlerisch ein, ihr Atelier. Ja, vermutlich da in die Ecke oder da in die Ecke. Und dann hat er frei. Ja, yeah. Nein, Papa, weg, weg. Hus, hus. Moment, ich will nicht euch aber, allen. Ja, aber ich will halt ein Bild. Papa, das hier nervt langsam. Sie ist überall blau. Wieso? Weil sie ihre Haarfarbe verändern kann. Blau? Das ist so schön, früh, alles leer, alles schön. Die haben noch nicht mal aufgehört. Das ist doch ja, da. Kann man doch da schon mal hinfahren. In Richtung. Also, wenn, Hauptsache die ersten. Wenn man vorher spazieren geht und guckt, wenn alles leer ist oder so. Yay, lass uns sofort fahren! Lass uns fahren! Spazieren gehen kann man auch am frühen Morgen, verstehst du? Ich sitze vorne! Ja. Ja, also soll ich den Andrea absagen? Nein, losfahren. Naja, aber dann muss sie vorher schon zu Andrea irgendwie rüber, weil wir wollen da jetzt los. Es ist zu spät. Und mittags erst los. Ah. Dann sind wir endlich da. Du wolltest mitkommen. Wir müssen da rum. Okay. Diesen? Ja. Und die anderen daneben. Ja. Luxus, ne? Cool, damit kann ich das Auto steuern. Ich will vorne bei dir sitzen. Das ist eine Straße. Ja, musst du anhalten. Und guck nach Autos. Okay? Ja, was ist jetzt nicht weinen? Hand her. Alter Quatschkopf, komm. Wie heißt du eigentlich nochmal? Nein, nein, du darfst mir einen Namen aussuchen. Ich bin doch aus dir geboren, Mama. Du bist Mutter, okay. Ja, du heißt. Easy? Mama, Easy? Ja, du bist Easy. Ja, Easy, spiel schön hinter deinem Spielbogen. Papa. Oh, warte, wir sind keine Easy.
mein Rezept. Ja, die hat die Mutter mir bestellt. Oh, Papa kommt nach Hause. Was ist denn da los? Das Kind liegt hier rum. Unglaublich. Hallo, na, wie geht's dir? Was ist denn los? Wer bist du? Ich bin der Papa. Wer bist du? Ich hab doch schon einen Papa eingepackt. Aber du spielst diese hier. Das ist Papa. Ach so. Ach Mist, ich war doch nur der Nachbar. Der Papa kommt. Der Papa kommt schnell weg. Was ist denn hier los? Komm ich aus meinem Fahrradladen? Und dann sitzt der Nachbar hier unten. Das gibt's doch gar nicht. Nein! Kein Hund waschen. Oh, das ist ja unglaublich hier. Wirklich, jetzt soll er mal kommen. Mama, die Tür Hessische Post. Und diese Schuhe auch nicht mehr, so weiße Schuhe. Nee, das sind braune Schuhe. So. So ein Happy Bild. Ja. Nobelpreis für Literatur. Ah, toll. Und dann nimm nur. Oh, einzeln verkaufen sie das Ding 40 Euro ein Band. 25 Euro ein Band. Ey, ich hab wie viel? 24? Was für ein Stress und Übel. Oh. Ah. Ist halt so schleppen. Och, bin taub. Mein Arsch ist taub. Kennst du das? Ja. Ich sitze auf dem tauben Arsch. Bin ich wach geworden und hatte Taubheitsgefühl in den Fingern. Aber nicht wie eingeschlafen, sondern taub. Ja, wie tot. Ja. Dann nicht wieder. Echtes Flügel. Ach, Michi, guten Morgen. Guten Morgen, Michi. Schöne Flüge. Ja, liebe Leute, ab nächsten Monat bin ich mit dem Dennis unterwegs. Und zwar versuchen wir, also so wie es jetzt aussieht, werden wir eine Firma gründen, sagen wir mal. Also, das hört sich erstmal groß an. Wir werden uns erstmal einen Namen ausdenken und ein Auto kaufen. Irgendwas Altes erstmal, weil wir haben alle weder kein Geld im Grunde genommen. Und wir haben einen kleinen Anfang mit einer kleinen Firma, die dann. Mietzi, komm her. Ja, genau. Komm, guck mal. Kannst du. Sucht sich gleich einen Platz. Wunderbar. Schön, nämlich eine süße Maus. Ja, der Dennis hat ja Baumpfleger gelernt und der möchte natürlich in seinen Beruf zurück, also Baumfäller, Baumpfleger. Und ja, mal gucken, wie es läuft. Jetzt suche ich erstmal nach einem Namen, also mir fällt schon was ein, also mir ist schon was im Kopf. Mach ich doch mal am Montag mit drin. Sonntag. Zu machen, gell? Naja, erstmal mache ich auf jetzt und dann genau. Räume ich raus. Das okay, gut. Ich weiß nicht, wann du unterrichten musst. Na, ich muss jetzt um 10 dann unter. Also ich muss jetzt los und wenn ich zurückkomme. Das schaffe ich vielleicht nicht. Okay, alles gut dann. Du kommst um 10 zurück? Nee, um 10 nicht. Ich komme um 3:45 zurück. Ja, bis 3:45 ist es immer. Okay. Soll ich dir dann die Nummer hier da lassen? Nee, du hast mir ja gerade jetzt mit. Also das okay. Kannst du einfach hier oben rinlegen. Okay, super. Dann danke ich dir recht herzlich, dass ich dich so überfallen durfte.
Alles klar. Soll ich dir noch irgendwas helfen? Nee, alles gut. Den Kaffee nehmen? Wunderbar. Klappt schon. Okay. Danke, ciao, ciao. Ey, Kinos. Wie sieht denn das aus? Alle zerrammelt. Ey. Was ist wieder nicht? So, ein bisschen Ordnung, ey. Ein bisschen, nur so ein bisschen Ordnung wäre schön am Mond. Gestern bei dem Kauf war auch noch dabei eine nagelneue, also wirklich nagelneu. Noch mit original Lagerstaub drauf. Alles original gefettet noch. Ein Laufrad 24 Zoll mit 3 Gang. Sachsenarbeit, ey, wirklich top. Das Einzige ist, es ist natürlich innen drin verklebt. Ein Spritzerchen rein. Schaltkettchen hier, Original-Schaltkettchen. Halt gerade rausgeschraubt, unbenutzt, ey. Tippitoppi. Jo, liebe Leute. Was los hier? Genau. Kette spannt. Ich zeige euch jetzt, wie man die Kette spannt. Bei einem, was ist denn, Kettler, glaube ich. Kettler, Kette spannen. Ist kein Kettler, ist ein Paloma. Aber irgendwie sieht das aus wie ein Kettler. Also, verdammt, es riecht nach Kettler. Also, Kette spannen. Wie machen wir das? Hier ist die Kette drauf, da ist die Kette nicht drauf. Jetzt legen wir zuerst die Kette hier vorne wieder drauf, da muss sie wieder hin. Mal hier von hinten mal. Also die Kette muss auf die Kettenblätter aufgelegt werden, das ist klar. Da braucht man eigentlich nicht zu sagen. So, was denn nur? Einmal auf den Ständer drunter, das geht natürlich nicht. So, jetzt haben wir die Kette auf dem Ständer wieder drauf. Jetzt haben wir die Kette auf dem Kettenblatt wieder drauf. Und jetzt hängt sie natürlich viel zu doll durch. Sie meint, bei Kopfsteinpflaster fällt hier immer die Kette runter. Also, wir müssen die Kette spannen. Sprich, das gesamte Rad nach hinten ziehen. Dadurch wird die Kettenspannung erhöht. Die Kette hängt nicht mehr so. Und beim Kopfsteinpflasterfahren schlägt sie nicht mehr so und fällt nicht mehr runter. Ganz simple Geschichte. Jetzt haben wir hier diese 7-Gang-Schaltung. Weil ich jetzt immer Angst habe, dass sie nicht mehr funktionieren hinterher, wenn man sie anbaut. Weil es keine Ersatzteile mehr gibt dafür. Wir schalten auf Gang 1. Öffnen diese Schraube hier wieder. Und nehmen das die Schaltbox ab. Ziehen die runter. So, lassen wir beiseite. Dann nehmen wir hier diese Fixierbuchse, nenne ich sie mal, runter. Und Schaltstifte und Schalthülse nehmen wir raus. Einfach nur aus Sicherheitsgründen, nicht, dass wir rankommen, das verbiegen. Guten Morgen! Was machst du denn da? Hä? Oh, jo, jo, oh, oh, ich stehen geblieben und abgelenkt von der Frau Nachbarin. Nachbarin. Schaltbox halt runter. Jetzt löse ich die Achsmutter hier. Auf der rechten Seite. Achsmutter lösen. Zack. Und drücke das Laufrad hier nach hinten. Indem ich hier liegen drücke auf der Seite, habe ich ja schon mal erklärt eigentlich alles, aber ich zeige es auch gerne alles nochmal. Allerdings jetzt nur aus der Position. Also ich drücke sie nach hinten und dadurch wird die Kette straffer. Dann ziehe ich das erstmal fest. Ich bin faul, ich mache das in 2-3 Stufen, was weiß ich, muss ich mal sehen. Jetzt löse ich die Achsmutter auf der anderen Seite. Ich werde es erklären, aber nicht direkt zeigen explizit. Also jetzt
löse ich die Achsmutter hier auf dieser Seite und schiebe hier das Laufrad zurück. Ein bisschen mehr als gerade. Ziehe wieder fest. Jetzt haben wir schon fast die richtige Spannung. Ein bisschen mehr muss noch. Also löse ich wieder hier. Und drücke gegen. Und ziehe fest. Wo schläft's? Am Dynamo. Okay. Ja, das war's. Die Kette ist gespannt somit. Jetzt können wir alles wieder zurückbauen. Also immer schön darauf achten, dass hier ordentlich festgezogen ist. Ne? Hier drüben die Achsmutter auch natürlich ordentlich festgezogen. Schön. Der Bremsanker sollte fest sein. Ist er? Wird aber dennoch kontrolliert. Zack. Jetzt wieder alles rückwärts, die Schalt. Jetzt weiß ich wieder nicht, wo ich die hingepackt habe. Mann, ey. Doch, hier. Tommy ist so ein Chaos-Typ, ey. Schaltstift, Schalthülse. Hier rein. Fixierbuchse, wenn ich sie mal. Hier rein. Schlitz nach vorne von der Schalthülse. Dann die Fixierbuchse rein, bis sie einklickt, einrastet. Nase nach oben. Die Schraube ist ja hier offen von der Schaltbox. Gang 1. Und Einbau. Locker raufschieben. Ohne großartig zu verkanten oder so. Es muss locker gehen. Fixieren. Nicht übermäßig festziehen, das ist nur zum Fixieren, die Fixierschraube. Testen. Voll die 8 im Laufrad. Funktioniert. Ja, das war's. Fertig ist es. Kette ist gespannt. Die fällt nicht mehr runter. Eine 8 ist im Laufrad. Gut, kann man der Kundin sagen. Aber das ist schon mal erledigt. Also, wir sehen uns später wieder im normalen Blog. Jo, liebe Leute, ein Außenauftrag. Ist auch nicht schlecht. Schauen wir uns erstmal den Schaden an, hier, der hier entstanden ist. Schaut mal hier oben, wie der hier beult. Mit zu wenig Luft gefahren. Da. Der geht natürlich nicht. Da unten hoch. Luft ab. Der Schlauch hier drin ist schon geflickt. Tommy? Ja, bitte. Ich gehe jetzt zur Schulanmeldung. Wir sind gleich da oben. Und danach gehe ich kurz zum Arzt. Ja, dann muss ich gleich in einem abwaschen. Und? Achso, ich dachte, das ist schon ein Ruf. Nee, ich muss jetzt erstmal das Kopieren gehen, dann muss ich da hinlaufen, dann gehe ich zum Arzt, dann komme ich zurück, dann muss ich Luna zu Tanja bringen. Dann komme ich wieder, dann kann ich fast schon das Girlie abholen. Ich habe Schmerzen. Das gute Babypulver, Babypuder oder was? Das gute Babypuder ist Continental Talcum. Andersrum kann ich es nicht halten. Ja. So, haben wir. Jetzt wird wieder eingebaut.
Also, jetzt habe ich ein bisschen aufgeräumt. Aufgeräumt ist gut. Ich habe ein bisschen hier den Keller von der Wohnung so ein bisschen geräumt. Ja. Tommy hat alles. Joat, was haben wir hier? Ein Radballrahmen habe ich hier. So wurde mir gesagt, Radball. Sieht aus wie ein Kunstrad. Radball, also Kunstrad ist wahrscheinlich wie die Gabel. Vielleicht steiler nach unten. Ich weiß es nicht. Also Radball oder eben Kunstradrahmen. Wunderschön. Sattelstütze kommt hier hinten raus. Werde ich wohl zum Strahlen abgeben, also das Lager noch ausbauen, dann das ganze Ding zum Strahlen abgeben und dann wird das Natur belassen. Mal schauen, irgendwann, wenn ich mal Zeit habe dafür. So, ich sage, mein Englisch ist eine Katastrophe. Ich müsste eigentlich jetzt im Winter einen Kurs Englisch nehmen, aber ich müsste im Winter so viel machen. Kurs Englisch, mit Dennis arbeiten, müsste ich hier aufräumen, ich müsste hier alles einstellen, ich müsste meine Antiquitäten einstellen oder eben anbieten irgendwie. Müsste mich um meine Familie kümmern, müsste zu Hause was reparieren. Keine Chance, der Winter ist verplant. Komplett. Komplett. Also, komplett. Tretlager ist raus. Okay, liebe Leute, ich hoffe, jetzt kommt vielleicht was auch wieder ein paar Leute interessieren könnte. Und zwar, das Tretlager fängt an zu knacksen, wenn man Druck macht. Man hört schon, innen drin. Hört sich nicht so gut an. Sollte vielleicht mal eine Packung Fett rein und hinten das Lager. Er sagt, es läuft noch gut, ne? Ja, na klar, ist ja locker. Aber das muss man auch machen. Das baue ich jetzt aus. Das ist eine Gazelle, eine alte. Jetzt baue ich das Hinterrad aus. Und das Tretlager öffne ich von der Seite. Und dann schauen wir mal, wie das da drin aussieht. Und ihr schaut zu, von da am besten. Das ist kaputt, das geht nicht mehr. Ist hier eingeschliffen auf der Seite. Dann drehen wir um und dann hier auf der Seite. Könnt ihr das sehen? Das kann ich nicht mehr einbauen. Wollte ich nicht mehr einbauen. Ja, liebe Leute, also bei dem Tretlager ist jetzt beide Seiten raus. Da muss ich dann erstmal den Kollegen fragen, ob und wie und was und wo, ob er das gewechselt haben will. Und wenn ja, dass es mehr kostet, ist ja auch klar. Jetzt sind 40 Euro nochmal mehr. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Ich glaube, ich bin endlich soweit. Laufrad. Tanja ist noch hinten. Ich habe dir einen Keks von für Mama. Aha. Guck mal, die Kekse mag sie auch. Hat ja. Tanja mir rausgeholt. Das ist gut. Oben ist Mama. Oh, hat sie die Herzen. Hallo. Hallo. Ah? Na denn, geh mal hoch. Lumi, Oma, deine Mama ist da. Willst du ja, mit hochkommen? Ich komme hoch.
Sie kommt. Ja, ist aber nett. Gute Laune heute. Ja. Ja, ja. Richtig gut drauf. Schön. Mua. Du, ich hab das Licht mal angemacht. Schaut mal, wie das aussieht. Das macht es, glaube ich, nicht besser. Man müsste das echt mal in die Decke machen, einmal, und dann schauen, wie es ist. Und, aber nur dafür jetzt hier alles umbauen. Ich weiß nicht. Ach nee, ach nee, ach nee. Geh mal nach oben und guck mal, was die Family macht da. So schön am Hals rumgefummelt da, oder? Ja, ich hab da übrigens. Ich bin müde. Du bist immer müde. Oh. Nicht besser. Mm-mm. Kann man so müde sein? Was willst du tun? Hast du schon einen Hof gemacht? Tommy, ich war heute den ganzen Tag unterwegs. Und dann habe ich gekocht und dann jetzt einen Termin ausgemacht und jetzt gehe ich wieder los. Ich wollte trotzdem nebenbei gehen. Nebenbei geht nicht, weil ich unterwegs war. Yay! Mit einer Kerze? Yay! Ich dachte, sie ist schon kochen. Feuerzeug? Zu holen. Das ist ganz schimmelig, nicht anfassen. Das Sonnenlicht. Jetzt noch die letzte. Tja, rennt die einfach dem Flugzeug nach. Ich fasse es nicht. Rennt einfach los dem Flugzeug nach. Das ist eine. Bist du dem Flugzeug nachgerannt? Ja, nur sehr gut. Ja, nur sehr kurz, dann reicht ja auch. Ich bin nur so lange her ins Haus gehandt. Ja, na Gott sei Dank, ich dachte schon nur ein zweiter Mensch. 18:51 und das ist dunkel draußen. Schauen wir doch mal, ob noch was passiert. Wer hat das gemacht? Stein. Warum? Keine Ahnung. Ich wollte sie sich die Hände waschen. Dann gehen wir mal Toiletten reinigen. Nee, Waschbecken reinigen. Ja. Aber der Stöpsel ist auch noch drin. Und dann muss man den auch irgendwie rausnehmen. Mann, oh Mann. Der Boden ist nass. Was, ist schon alles nass? Ja, der Boden. Und deswegen gehe ich ab. Warte. Du, Frau Müller? Ja. Das war so scheiße. Problem ist im Badezimmer. Was ist denn da passiert? Skadi hat voll gemacht mit Toilettenpapier gestopft. Skadi hat Experimente gemacht. Ja, hat sie gut gemacht. Das ist halt so voll. Und sogar mit Toilettenpapier vermischt. Hat sie aufgelöst. Ja? Ja, guck mal.
kurz. Und ich hab gesagt, wenn ich überflute, dann sagt Mama Bescheid. Ja, ich krieg das nicht auf. Die Stöpsel. Jetzt kann ich sie einfach rausnehmen. Cool! Ich kann mich laut das aufmachen. Hätte auch gemacht. Nee, er ist nicht den. Cool. Also wer wissen will, wozu man einen alten Bautenzug auch verwenden kann, auch dazu. Was hast du jetzt da gemacht? Bin ich gerade. Ich hab... Du hast die Verstopfung gelöst. Ich hab die Verstopfung gelöst. Ja, genau. Naja, nur noch ein bisschen Toilettenpapier. Ich hab das abgemacht, was die ganze Zeit weiter nichts machen. Aber ich dachte, Mama, fertig gekackert. Fertig gelackert. Ja, Lumen, das ist doch eine Ausnahme. Fertig gekackert, lackert. Okay. Dankeschön. Klempnermeister geht wieder. Boah, ich bin Laden ist offen. Ja, vielen Dank. Ein Meister. Oh, guck mal, jetzt bin ich jetzt schmutzig hier. Was ist denn damit leben? Ich muss ja nicht extra viele Schritte machen. Du bist so gemein, ey. Ein Blitzanfall. Das doch nebenbei. Schnell die Verstopfung von der Tochter wegmachen. So, liebe Leute, 8.12 Uhr, Feierabendstimmung. Der Akku ist sowieso leer, alle. Also, macht es gut, wir sehen uns morgen. Ich bereite hier noch das Rad vor für morgen. Da muss die Kette dann morgen getauscht werden. Ich habe keine Ketten mehr da. Muss ich tatsächlich doch nochmal bestellen. Bestelle ich halt ein paar Ketten und dann ist gut. Also, es war schön mit euch heute. Ich habe aufgeräumt, ich freue mich, wie immer. Verstopfung haben wir beseitigt, am Ende noch, also sind zwei Sachen passiert, das ist ja immerhin, es geht voran. Ne? Also macht es gut, wir sehen uns morgen, bis dann, ciao, euer Tommy.